This message, Jehovah Jireh, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday, August 17, 1955, in Karlsruhe, Germany. This sermon was translated into German when Brother Branham originally recorded this message in 1955. Diese Botschaft, Jehovah Jireh, von Bruder William Marion Branham, wurde am Mittwoch, dem 17. August 1955, in Karlsruhe in Deutschland gepredigt. Die Predigt wurde während der Originalaufnahme 1955 ins Deutsche übersetzt. I, the humble servant of the Lord Jesus Christ, greet you. Ich, der geringe Diener des Herrn Jesus Christus, grüße euch. God's peace be with you all. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Last evening I did not get a chance to finish my text. Gestern Abend hatte ich keine Gelegenheit, meinen Text zu vollenden. I was got to a place in the scripture where I was trying to comfort the old folks. Ich war zu einem Punkt gekommen in der Schrift, wo ich versuchte, die alten Leute zu ermuntern. There was so let them know that when we are old, God hasn't forsaken us. So dass wir wissen dürfen, wenn wir alt sind, hat Gott uns nicht verlassen. He still loves us. Er liebt uns immer noch. He never forgets us. Er vergisst uns nie. He said, a mother may forget her little baby. Er sagt, eine Mutter mag ihr kleines Kind vergessen. But I will never forget you. Aber ich werde dich nie vergessen. You're engraved on the palms of my hands. Du bist in die Flächen meiner Hand eingegraben. So when we get old, so wenn wir also alt werden, we have nothing to worry. So brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Someday, an einem Tag, we'll be back here on earth. Werden wir wieder hier auf Erden sein. Young men and young women, als junge Männer und junge Frauen, and never to get old no more. Und werden nie wieder alt werden. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Mm-hmm. I am so happy for that. Ich bin so glücklich darüber. And then while we're here now, und dann während wir hier sind, he loves us, liebt er uns, and he will never leave us, und er wird uns nie verlassen, neither will he ever forsake us, noch uns im Stiche lassen. He said he would be with us to the end of the world. Er sagte, er wird bei uns sein bis zum Ende der Welt. I'm so happy for that. Ich bin so glücklich darüber. Now we have two more nights after tonight. Nun, nach heute Abend haben wir nur noch zwei weitere Abende. I wish we had longer. Ich wünschte, wir hätten längere Zeit. Just when we get to know each other. Gerade dann, wenn wir einander allmählich kennenlernen. Then we have to say goodbye. Dann müssen wir wieder auf Wiedersehen sagen. It seems to be that all around the world. Es scheint so, als ob um die ganze Welt herum. I meet lovely friends. Ich liebe Freunde treffe. And I have to say goodbye. Und dann muss ich auf Wiedersehen sagen. But I'm looking for the day. Aber ich schaue auf den Tag aus. Where we'll meet and never say goodbye. Wo wir uns treffen und nie wieder auf Wiedersehen sagen müssen. When Jesus comes. Wenn Jesus kommt. Then all troubles will be over. Dann werden alle Nöte vorüber sein. And that's the day we're all looking for. Und das ist der Tag, nach dem wir alle ausschauen. And now to be rest assured of that, und nun, damit wir dessen sicher sind, he has given us his word, hat er uns sein Wort gegeben, and he is raised from the dead, und er ist von den Toten auferweckt, and he expresses his love towards us all, und er drückt seine Liebe aus gegen uns alle. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Doesn't it make you happy that you're a Christian? Macht es dich nicht glücklich, dass du ein Christ bist? I'd rather be a Christian than anything. Ich möchte lieber ein Christ sein als irgendetwas anderes. And you know, when I go into all nations, und ihr wisst, wenn ich in alle Nationen gehe, to the white man, zu den Weißen, to the black man, zu den Schwarzen, to the brown man, zu den Braunen, and to the yellow man, und zu den Gelben, and to the red man, und zu den Roten, they are all the same. Es sind alles dieselben. They're when they're Christians, wenn sie Christen sind, they love each other. Dann lieben sie einander. Recently, kürzlich, when a little boy was raised from the dead in Finland, als in Finnland ein kleiner Junge vom Tod auferweckt wurde, many of you has read of it. Viele von euch haben davon gelesen. The night when they were taking me back, an dem Abend, als man mich zurückbrachte, to the Messehalle, in die Halle,
Why, there were Russian soldiers standing along the side. Da standen russische Soldaten an der Straße entlang. And Finnish soldiers were taking me in. Und finnische Soldaten brachten mich hinein. And when I would pass by, und als ich vorüberging, they would stand attention. Da standen sie da, gaben with a flute. Und hielten ihre Hand. And tears running down their cheeks. Und Tränen rollten ihre Wangen herab. And when they come around the building, und als sie das Gebäude herumkamen, they would put their arms around the Finnish soldiers. Da haben sie ihre Arme die finnischen Soldaten herumgelegt. And hug each other. Und haben einander eingehakt. And pat on the shoulder. Und haben sich auf die Schulter geschlagen. Christus is the answer. Ist die Antwort. Mm-hmm. For every problem. Für jedes Problem. And it's the answer to make all men brothers. Und es ist die Antwort dafür, alle Menschen zu Brüdern zu machen. God has made of one man, one blood, all man. Gott hat aus einem Blut alle Menschen erschaffen. If you or I were sick, wenn ich oder du krank wären, and we needed blood, und wir Blut brauchten, the black man could give us blood. So könnte der Schwarze uns Blut geben, the yellow man, oder der gelbe Mann, or any other man, oder irgendein anderer Mensch. But we could not take animal blood. Aber Tierblut könnten wir nicht nehmen. It would kill us. Es würde uns umbringen. God has made of one blood, Gott all hat man. Aus einem Blut alle Menschen erschaffen. So we are brothers. So sind wir also Brüder. The world over. Über die ganze Welt hin. Now I wish to continue my text. Nun möchte ich meinen Text fortsetzen. And it was found in Genesis 22:14. Er fand sich im ersten Kapitel, im ersten Buch Mose 24. And the text was. Und der Text war. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Now God has seven compound redemptive names. Nun, Gott hat sieben zusammengesetzte Erlösungsnamen. Now, in these compound redemptive names. Nun, in diesen zusammengesetzten Erlösungsnamen. It was God. Da war es Gott. Expressing his present attitude. Der seine gegenwärtige Einstellung zum Ausdruck gebracht hat. For all his creatures. Für alle seine Geschöpfe. What he would be for them. Was für sie sein wollte. In all generations. In allen Generationen. You cannot separate. Du kannst nicht voneinander trennen. His compound names. Seine zusammengesetzten Namen. Now, in Washington D.C. Nun in Washington. My name is recorded. Da ist mein Name aufgezeichnet. It makes me what nationality I am. Und dort ist niedergelegt, welcher Nationalität ich angehöre. Who my father and mother was. Wer mein Vater und meine Mutter waren. How much I weighed when I was born. Und wie schwer ich gewogen habe, als ich auf die Welt kam. My description. Und meine Beschreibung. My prints of my thumb. Mein Fingerabdruck. It's the expression to the nation. Ihr seht, es ist der Ausdruck der Nation gegenüber. Who I am, wer ich bin, and William Branham, und William Branham is recorded up there in Washington. Ist dort in Washington aufgezeichnet. That's the expression of me to the nation. Das ist mein Ausdruck der Nation gegenüber. That is my name. Das ist mein Name. So when God came down from heaven, so als Gott vom Himmel herabkam, to be king over the earth, König zu sein über die Erde, he expressed himself. Da hat sich selbst ausgedrückt to his subjects. Seinen Untertanen gegenüber. And seven compound redemptive names. Und sieben zusammengesetzte Erlösungsnamen dargetan. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Was his first name. War sein erster Name. It means. Er bedeutet. God will provide for himself a sacrifice. Gott wird für sich selbst ein Opfer ersehen. The next compound redemptive name. Der nächste zusammengesetzte Erlösungsname. Is Jehovah Rapha. Ist Jehovah Rapha. Mean I am the Lord that healeth thee. Das bedeutet, ich bin der Herr, der dich heilt. And on he goes. Und so geht es weiter. As Jehovah our banner. Jehovah unser Feldzeichen. Our peace. Unser Friede. Our shield. Unser Schild. Our righteousness. Unsere Gerechtigkeit. That's what he is to us. Das ist, was für uns hat. So we can't separate those names. So können wir diese Namen nicht abtrennen. If he's still Jehovah Jireh, wenn immer noch Jehovah Jireh ist, he has to be Jehovah Rapha also. Dann muss auch Jehovah Rapha sein. If he's our provided sacrifice, wenn unser zuvor ersehenes Opfer ist, he has to be our healer also. Dann muss auch unser Heiler sein.
So the names are inseparable. So sind die Namen untrennbar. When we accept him as Savior, wenn wir ihn als Retter annehmen, we must also accept him as Healer. Dann müssen wir ihn als auch als Heiler annehmen. As our peace, als unseren Frieden, as our shield, als unseren Schild, as our banner, als unser Banner. All these redemptive names, alle diese Erlösungsnamen. God's present attitude is to his people now the same. Das ist Gottes gegenwärtige Einstellung den Leuten gegenüber und die ist immer dieselbe. Now, I think myself, nun, ich denke, that God has done just about all that there is to be done. Dass Gott alles getan hat, was nur getan werden muss. Now, first he put the Old Testament for type. Nun, zuerst wird das Alte Testament als Sinnbild genommen. He sent the law. Er sandte das Gesetz. Then he sent prophets. Dann sandte er Propheten. To back up the law. Um das Gesetz wieder zurechtzurücken. The law was. Das Gesetz. For the whole nation. War für die ganze Nation. The prophet was. Der Prophet war. To show the supernatural. Um das Übernatürliche darzutun. The law. Das Gesetz. Was the letter. War der Leiter. Letter of the law. Leiter des Gesetzes. But the prophet. Aber der Prophet. Was a supernatural sign. War ein übernatürliches Zeichen. And what he did for Israel. Und was er für Israel tat. He does for the church. Das tut er für die Gemeinde. Today. Heute. The Bible. Da ist die Bibel. Is the letter. Die Leiter. It's the expression of God. Da ist die Bibel der Brief. Es ist der Ausdruck Gottes towards his people. Gegen sein Volk. It's the blueprint. Es ist die Lichtpause. Where the church is to be built. Aufgrund deren die Gemeinde aufgebaut werden soll. How, the plan of salvation. Der Errettungsplan. How to live. Wie man leben soll. How to treat the neighbors. Wie man die Nachbarn behandeln soll. And his promises. Und seine Verheißungen. Then after that, dann danach, he sends the Holy Spirit. Sendet er den Heiligen Geist. To confirm this word. Um sein Wort zu bestätigen. In order to do that, und um dies zu tun, he sets in the church. Gibt er die Gemeinde. First, zuerst, apostles. Apostel, prophets, Propheten, teachers, Lehrer, and evangelists. Evangelisten. All these, alle diese, are for the perfecting of the church. Sind für die Vollendung der Gemeinde. That's church offices. Das sind Gemeindedienste. Not offices here on earth. Nicht Dienste hier auf Erden, coming from heaven, sondern sie kommen vom Himmel. Then in the church, dann in der Gemeinde, he sends gifts of healing, sendet er Gaben der Heilung, gifts of prophecy, Gaben der Prophetie. Now there's a difference, nun es ist ein Unterschied, between a gift of prophecy, zwischen der Gabe der Prophetie, and a prophet, und einem Propheten. One is a gift of prophecy, das eine ist die Gabe der Prophetie, and the other is a prophet, und das andere ist ein Prophet. A gift of prophecy, die Gabe der Prophetie. It must be judged, muss beurteilt werden, by two or three spiritual men, von zwei oder drei geistlichen Leuten. It can come up on one person tonight, es kann heute Abend auf eine Person kommen, be on another person tomorrow night, und morgen auf eine andere, and on another one the next night, und am nächsten Abend wieder auf eine andere. What it is, was ist das? Is a gift, es ist die Gabe, in every local body of in church, jedem örtlichen Leib oder Körperschaft der Gemeinde. But a prophet, aber ein Prophet, is different, ist was anderes. They are born to prophet. Sie werden geboren zu Propheten. And they come up prophets. Und sie wachsen auf als Propheten. All that they say, alles was sie sagen, must be true. Muss wahr sein. Every time. Alle Zeit. Or it cannot be recognized. Oder es kann nicht erkannt werden. As a prophet in the office. Er kann nicht als Prophet im Dienst anerkannt werden. Now God has done wonderful things for us. Nun, Gott hat wunderbare Dinge für uns getan. He's not willing that any should perish. Er möchte nicht, dass auch einer verloren gehe. He wants us all to come home to him. Er möchte, dass wir alle heimkommen zu ihm. We don't have much of this world's good. Wir haben nicht viele weltliche Güter. But we are looking for a city, sondern wir schauen aus nach einer Stadt, whose builder and maker is God, deren Baumeister und Gründer Gott ist. And he so loves us, und er liebt uns so sehr, that's why he does those things for us. Deshalb tut er diese Dinge für uns. He wants you to just believe him. Er möchte, dass wir ihm nur glauben. Now God has to keep his word. Nun, Gott muss sein Wort halten. His very law would express that of him. Es gibt, das ist ein Gesetz, das zum Ausdruck bringt. If you take hydrogen, wenn du hydrogen, one part of H2O water, wenn du also ein Wasserstoffatom nimmst, and two parts of oxygen, und zwei Oxygen Sauerstoffatome. Now,
If that goes together, nun, wenn das zusammenkommt, the law of chemistry, so bestimmt das Gesetz der Chemie and science, und der Naturwissenschaft, will make water every time, dass jedes Mal dann Wasser entsteht. It has to. Es muss. If it made it in the beginning, wenn es so im Anfang gemacht wurde, it has to make it now. So muss es auch jetzt geschehen. And the same thing by God. Und ebenso ist es mit Gott. If God made a law, wenn Gott ein Gesetz geschaffen hat, spoke his word, sein Wort gesprochen, he's got to keep it, so muss es halten. In the Old Testament, im Alten Testament, in the New Testament, im Neuen Testament, forever he has to keep his word. Denn immer muss sein Wort halten. If he was Jehovah Jireh there, wenn damals Jehovah Jireh war, he was Jehovah Jireh in Genesis, so war Jehovah Jireh in der Genesis, im ersten Buch Mose. He was with the prophets, war es bei den Propheten. He was with the law. War es im Gesetz. He was in Jesus. War es in Jesus. He was in the early church. War es in der Urgemeinde. He has to be now. Muss es jetzt sein. And when people would believe him in Genesis, und wenn die Leute ihm im ersten Buch Mose glaubten, in the law, im Gesetz, in Christ, in Christus, in the church, in der Gemeinde, his law, so ist sein Gesetz, compels, zwingt, him, ihn, to do the same thing, dieselben Dinge zu tun, that he did in the beginning, die am Anfang getan hat. If it isn't, wenn das nicht so ist, he did wrong in the first place, dann hat ja am Anfang, am ersten Mal, mm-hmm, falsch gehandelt. So he has to do the same, also muss dasselbe tun, to be God, Gott zu sein. As I have said to you, wie ich euch gesagt habe, what good does it do us, was wäre es uns nütze, to have a God of history, einen Gott der Geschichte zu haben, if he isn't the same God today, wenn nicht heute derselbe Gott ist. See, it would do us no good. Das würde uns nichts nützen. It's just like in our country. Das ist so wie bei uns im Lande. Our first president, unser erster Präsident, was George Washington. War George Washington. Well, that's history. Das gehört der Geschichte an. It does no good today. Das hat heute keinen Nutzen mehr. We have to have another president. Heute müssen wir einen anderen Präsidenten haben. He was all right in his day. Washington war in seinen Tagen damals in Ordnung. But just Washington alone, aber Washington allein, he's gone. Ist jetzt gegangen. He won't do today. Würde uns heute nicht mehr helfen. See what I mean? Sieht was ich meine? Now, if God, nun, wenn Gott, was just God for Moses, nur für Moses Gott gewesen wäre, and he's gone today, und wäre heute nicht mehr da, what good would it do us? Was würde das uns helfen? But he's the God of Moses. Aber ist der Gott des Moses. He was the God of Elijah. Der Gott des Elia. He was the God of David. Der Gott des David. He is the God of Christ. Ist der Gott Christi. He is the God of the early church. Ist der Gott der Urgemeinde. He's the God of today. Und ist der Gott heute. With the same law, mit demselben Gesetz, compelled to his redemptive name, ist gezwungen und gebunden an seine Erlösungsnamen, he must do the same thing, und muss dieselben Dinge tun, or he isn't God, oder ist nicht Gott. I wish we could all see that. Oh, ich wünschte, wir könnten alle das sehen. And accept it. Und es annehmen. It would change things. Es würde die Dinge umwandeln. Now, you do not see in Bible terms with your eyes. In biblischen Ausdrücken gesprochen, ihr seht nicht mit euren Augen. You see with your heart. Ihr seht mit eurem Herzen. Jesus said to Nicodemus. Jesus sagte zu Nikodemus. Verily, verily, I say unto you, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, except a man be born again, wenn ein Mann nicht wiedergeboren wird, he cannot see the kingdom of God. Dann kann das Königreich Gottes nicht sehen. It doesn't mean look at. Das bedeutet nicht mit den it Augen, means understand. Sondern verstehen. And when we can understand, und wenn wir verstehen können, God's attitude towards us, Gottes Haltung und Einstellung uns gegenüber, then God's compelling, dann ist Gott gezwungen, to give the blessing, den Segen zu geben, that he promised, den verheißen hat, to his redemptive name, durch seine Erlösungsnamen. Now, have we left Abraham last night? Nun, gestern Abend haben wir den Abraham verlassen, for God had turned him and Sarah back to a young woman. Denn Gott hatte ihn, als Gott ihn und Sarah zu einer jungen Frau und einem jungen Mann zurückgewandelt hatte. It's proven. Das ist erwiesen. Because she was a young woman. Denn sie war eine junge Frau. We found out that Amalek, the king, fell in love with her. Denn wir fanden heraus, dass Abimelech, der König, sich in sie verliebt hatte. And God rebuked him. Und Gott hat ihn getadelt. Why? Warum? Out of that stream of blood, aus diesem Blutstrom, was coming the Lord Jesus. Sollte der Herr Jesus kommen. So the Jewish blood, so ist das jüdische Blut, must be kept clean, muss reingehalten werden, until Jesus comes. Bis Jesus kommt. And
So he protected Sarah. Und so hat Sarah beschützt. After a few months, nach einigen wenigen Monaten, a woman near 100 years old, da war sie eine Frau nahe 100 Jahre, gave birth to a baby. Und hat einem Baby das Leben geschenkt. Don't you see the beautiful type? Seht ihr nicht diesen wunderschönen Vorbild? With the world, mit der Welt, it was impossible. Es war unmöglich bei der Welt. But with God, aber bei Gott, all things are possible. Da sind alle Dinge möglich. It was a type of Jesus. Es war ein Sinnbild Christi. For he was the Father's only begotten Son. Denn war der eingeborene Sohn des Vaters. And Mary had a child knowing no man. Und Maria hatte ein Kind und kannte keinen Mann. Impossible. Es war unmöglich. Without God. Ohne Gott. Now, when Abraham's boy Isaac was born. Nun, als der kleine Junge Abrahams Isaac geboren wurde. Of course, he called him Isaac. Er nannte ihn natürlich Isaac, which was the promised one. Welches heißt der Verheißene, der Versprochene. God had promised Abraham. Gott hat Abraham verheißen. Had changed his name. Hat seinen Namen umgewandelt. From Abram. Von Abram. To Abraham. Zu Abraham. He was going to make him a father of nations. Er wollte ihn zu einem Vater der Nationen machen. In that line. In dieser Linie. He's the father of Germany. Ist ein Vater Deutschlands. He's the father of America. Er ist der Vater Amerikas. And of Sweden, und Schweden, everywhere, und überall, the father of the nation, der Vater der Nationen. So he was going to take this boy, so wollte diesen Jungen nehmen, and was going to, through him, und wollte durch ihn, bless all nations, alle Nationen segnen. You see what he was? Seht ihr, was war? He was a type of Christ. War ein Vorbild Christi. Born the impossible ways. Auf unmögliche Weise geboren, the only son of the father, der eingeborene Sohn des Vaters, and every way he typed Christ. Und überall hat Christus als Vorbild vorgeschattet. Now Abraham, nun Abraham, when the boy was about 16 years old, als der Junge etwa 16 Jahre alt war, God was going to show to Germany, da wollte Gott Deutschland zeigen, and the rest of the world, und der übrigen Welt, how perfect he keeps his word, wie vollkommen sein Wort einhält. He gave Abraham, gab dem Abraham, a double trial. Eine doppelte Prüfung. Now I said Abraham. Nun, sagte Abraham. You're about 116 now. Du bist jetzt etwa 116. And here's your little boy Isaac. Und hier ist dein kleiner Sohn Isaac. That I promised you. Den ich dir verheißen habe. Now I want you to take this boy. Nun, ich möchte, dass du diesen Jungen nimmst. And take him up in the mountain. Und ihn auf den Berg hinaufführst. And there kill him. Und dort ihn tötest. Now how is he going to be? Nun, wie wird das sein? The father of nations. Der Vater der Nationen. When he's going to destroy the only thing that he has to be his father. Wenn nun das einzige zerstören soll, das ihn eigentlich zum Vater macht. How is he going to do it? Ja, wie wird das tun? But notice. Aber bemerke. Abraham never questioned God. Hat niemals Gott gegenüber Fragezeichen gemacht. I can imagine that poor old dad. Ich kann mir diesen alten armen Papa vorstellen. Taking his boy, wie seinen Jungen nahm, holding him up, look at him, wie ihn emporhob, ihn ansah, stroke his hair back, wie sein Haar zurückstreichelte, pat him on the cheek, wie ihn auf die Wangen streichelte, put his bearded face against his und wo sein haariges, bärtiges Angesicht gegen seine weiße Wange lehnte, ihn in seine Arme nahm, he said in his heart, in sein Herz, I can't tell his mother. Sagte, ach, ich kann's der Mutter nicht sagen. She wouldn't understand me. Sie würde mich nicht verstehen. So he got some servants. So hat einige Diener genommen, saddled up some mules, und hat ein Maulesel gesattelt, and took a 3 days journey back in the wilderness. Und hat eine dreitägige Reise in die Wüste unternommen. Now an ordinary man, nun ein gewöhnlicher Mensch, can walk about 40 kilometers a day, I guess. Kann etwa 40 Kilometer am Tag gehen. I suppose that'd be about right. Ich glaube, das stimmt etwa. I can walk 30 miles a day myself. Ich selbst kann 40 Meilen, also etwa 60 Kilometer am Tag gehen. Now, an ordinary man. Nun, ein gewöhnlicher Mensch. Could walk that many miles in a day. Kann diese vielen Meilen oder Kilometer am Tag gehen. How far back would he be in the wilderness? Wie weit musste also in die Wüste hineingehen? Sarah thought he was going back to worship. Sarah dachte, würde jetzt gehen, anzubeten. So after he traveled 3 days, so nachdem also 3 Tage gereist war, then he lifted up his eyes, hat seine Augen emporgehoben, and way farther in the wilderness, und weit draußen noch weiter in der Wüste, he saw the mountain, sah den Berg. I don't know how much farther it was. Ich weiß nicht, wie viel weiter es noch war. But he went on to the mountain. Aber ging zum Berg. Did you imagine how that father felt? Könnt ihr euch
vorstellen, was dieser Vater für Gefühle hatte. Knowing he was going, er wusste, er würde gehen, to take the life of his own son, um das Leben seines eigenen Sohnes zu nehmen. And when he stopped the mule, und als er den Maulesel anhielt, now German people, listen just a moment. Nun, ihr lieben Deutschen, hört einmal einen Augenblick zu. Look at Abraham. Schaut Abraham an. What he said to the servant. Was er zur Magd, zum Diener gesagt hat. He said, "You wait here." Er sagte, wartet ihr hier. While the lad and I go yonder. Während der Junge und ich noch weitergehen. The lad and I shall return. Der Junge und ich werden zurückkehren. Praise God. Preis sei Gott. How is he going to return? Ja, wie würde er zurückkehren? He's going to kill him. Er würde ihn doch töten. How can the lad return? Wie kann der Junge zurückkehren? Oh, listen. Oh, hör doch her. In his heart. In seinem Herzen. He knew. Da wusste er. That God was able to raise him up from the dead. Dass Gott mächtig war, ihn aus den Toten aufzuerwecken. For he had received him. Denn er hat ihn empfangen. As one from the dead. Als einen aus den Toten heraus. My dear brothers. Meine lieben Brüder und Schwestern. Can't you understand now? Könnt ihr jetzt verstehen? When God shows supernatural. Wenn Gott übernatürliche Dinge zeigt. With his word. Mit seinem Wort. He expects you to believe it. Dann erwartet ihr, dass ihr eher, dass ihr es glaubt. He had promised Abraham. Er hat dem Abraham versprochen. And then he was supernatural. Und dann war es übernatürlich. Had proved it to Abraham. Und hat übernatürlich wurde es beim Abraham erwiesen. God said in these last days. Gott sagt in diesen letzten Tagen. That he would pour out his spirit. Dass er seinen Heiligen Geist ausgießen werde. And he would show the same signs. Und dass er dieselben Zeichen zeigen würde. That he did in the beginning. Die er getan hat am Anfang. There'd be a former and latter rain together. Dass es ein Frühregen und ein Spätregen zusammen sein werde. We're seeing it. Und wir sehen es. We should believe with all of our hearts. Wir sollten mit unserem ganzen Herzen glauben. Here's his word. Hier ist sein Wort. It proves it. Es beweist es. His spirit comes nightly. Sein Geist kommt nahe. Shows the supernatural. Und zeigt Übernatürliches. Knowing that it's got to be spirit. Indem wir wissen, dass Gott Geist ist. Now he can't heal you. Er kann. He wouldn't let me heal you. Er würde nicht zulassen, mich dich zu heilen. For that's his finished work. He's already did that. Denn das ist doch sein vollbrachtes Werk, das schon getan ist. At Calvary. Auf Golgatha. So he wants you to believe. So möchte er, dass ihr glaubt. That he has did that for you. Dass er das für euch getan hat. Do you understand? Versteht ihr das? Say amen. Sagt amen. It is only the love of our Father. Es ist nur die Liebe unseres Vaters. That loves us so much. Der uns so sehr lieb hat. That he sends his word. Dass er sein Wort sendet. He sends his minister. Er sendet seine Diener. To preach the word. Um das Wort zu predigen. Then he sends gifts. Dann sendet er Gaben. Into the church. In die Gemeinde, with his arms spread out, indem er seine Arme ausbreitet, trying to get you to believe it, und versucht dich zum Glauben zu bringen. He wants to heal you tonight. Er möchte heute Abend dich heilen. A thousand times more than you want to be healed. Tausendmal mehr möchte er dich heilen, als du die Heilung wünschest. But you're afraid. Aber du fürchtest dich. You go by how you feel. Du gehst nach deinen Gefühlen. Because you've regarded that you've lived by your feelings. Denn du musst einsehen, du hast ja bisher nach deinen Gefühlen. Your whole life has been wrapped in that. Dein ganzes Leben ist in Gefühle eingewickelt. But you must get away from that. Aber davon musst du loskommen. And act on God's word. Und aufgrund des Wortes Gottes handeln. Not what you feel. Nicht was du fühlst. Not what you see. Nicht was du siehst. What God says. Sondern was Gott sagt. And act on that. Und danach handle. Make a confession of that. Lege ein Bekenntnis dessen ab. Confess means to say the same thing. Bekennen bedeutet dasselbe sagen. And he's at the right hand of the Father. Und er ist zur rechten Hand des Vaters. With his own blood. Mit seinem heiligen Blut, to make intercession, um Fürsprache zu tun, on your confession, aufgrund deines Bekenntnisses. Now he cannot do anything, nun er kann nichts tun, for you, für dich, until first, wenn nicht zuerst, you accept it, du es annimmst, and confess it, und es bekennst, and then he can act on, und dann kann er danach handeln, for he's the high priest, denn er ist der hohe Priester, of what you confess that he is to you, dessen, was du bekennst, dass er sei. Do you get what I mean? Verstehst du, was ich meine? See his supernatural he was showing to Abraham. Sie, er hat die übernatürlichen Dinge dem Abraham gezeigt. He is also showing to you. Er zeigt es auch dir. When Abraham started to offer up little Isaac, als Abraham begann, den kleinen Isaac zu opfern, he didn't worry one bit.
Da hat er sich kein bisschen darüber aufgeregt. He knew that God was able. Er wusste, Gott war mächtig. And he had promised through Isaac. Und er hat durch Isaac verheißen. He would bless the world. Durch Isaac würde er die Welt segnen. So he got the wood together. So hat er das Holz zusammengepackt. And laid it on Isaac's back. Hat es auf den Rücken des Isaac gelegt. Did you notice? Habt ihr bemerkt? There goes the father up the hill. Da geht ein Vater auf den Hügel hinauf. Isaac behind him, his son. Isaac, sein Sohn, hinter ihm. Packing the wood mit dem Holz beladen, that he was going to lay on to be crucified. Auf das er gelegt werden sollte, um dann gekreuzigt zu werden. What a beautiful type. Was ein wunderbares Sinnbild of the Father des himmlischen Vaters, leading his son Jesus, der seinen Sohn Jesus with the same cross mit demselben Kreuz, that he was to be nailed on, auf das er genagelt werden sollte, Golgotha. Auf Golgatha. A beautiful picture. Ein wunderbares Bild. And when he got up on the mountain, und als er auf den Berg hinaufkam, he built the altar. Da hat er den Altar gebaut. And made the fire. Und das Feuer angezündet. And little Isaac. Und der kleine Isaac. He looked to his father. Er schaute zu seinem Vater. He said, Father. Er sagte, Vater. He said, Here am I, my son. Er sagte, hier bin ich, mein Sohn. He said, Here is the altar. Er sagte, hier ist der Altar. And here is the fire. Hier ist das Feuer. And here is the wood. Hier ist das Holz. But where is the sacrifice? Aber wo ist das Opfertier? Then the crucial moment comes. Dann kam der kreuzvolle Moment. With no wave in his voice. Keine Schwingung in seiner Stimme. He said, my son, er sagte, mein Sohn, God will provide a sacrifice. Gott will ein Opfer ersehen. Amen. Amen. So it is called Jehovah. So wird er genannt, Jehovah. Jireh. Jireh. The Lord will provide. Der Herr wird ersehen. Himself a sacrifice. Für sich selber ein Opfer. All the types is fulfilled in Jesus Christ. Alle Sinnbilder wurden erfüllt in Jesus Christus. He is God's provided sacrifice. Er ist das von Gott zuvor ersehene Schlachtopfer. Now look. Nun sieh her. Abraham pulled a big knife out. Abraham zog das große Messer hervor. After tying his son's hand. Nachdem er die Hände seines Sohnes gefesselt, throwing his head back, seinen Kinn zurückgelegt hatte, and was fixing to cut his son's throat, und machte sich fertig, um den Hals seines Sohnes zu and durchschneiden, when he drew up his hand, und als er seine Hand emporhob, something screamed. Da hat etwas geschrien. The Holy Spirit caught his hand. Der Heilige Geist hat seine Hand gebannt. Said Abraham. Sagte Abraham. Hold your hand. Halte deine Hand zurück. I see that you love me. Ich sehe, dass du mich lieb hast. And what happened then? Und was geschah dann? Abraham turned around. Abraham kehrte sich herum. And there was a ram. Und da war ein Lamm. It was a male sheep. Es war ein männliches Schaf. It was hooked in the wilderness by thorns. Und es hatte sich durch seine Hörner in der Wüste verfangen. And when it began blading. Und als es zu bluten begann. Where did that ram come from? Ja, er fragte, woher kam dieses Lamm? I want to ask you something. Nun, ich möchte euch etwas fragen. Where did it come from? Woher kam es denn? Abraham was 150 kilometers back, war 150 Kilometer zurück, from all of his civilization, von der ganzen Zivilisation entfernt, from all sheep, von allen Schafen, and all that there was of animal, von allen Lebewesen, die da waren, and listen, und hört her. He was on top of the mountain. Er war auf der Spitze eines Berges. Where there is no water. Wo es kein Wasser gibt. How did that ram get there? Wie ist denn das Lamm hinaufgekommen? Where did it come from? Woher kam es denn? 150 kilometers away from civilization. 150 Kilometer von der Zivilisation entfernt. Up on top of a mountain. Auf der Spitze eines Berges. Where there's no water. Wo es kein Wasser gibt. And there was a ram. Und da war ein Lamm. Oh. God will provide. Gott wird ersehen. Himself a sacrifice. Durch sich selbst ein Schlachtopfer. It wasn't a vision. Das war keine Vision. He never saw a vision of the ram. Er hat nicht eine Vision des Lammes gesehen. For Abraham picked the ram up. Denn Abraham hat das Lamm genommen. And laid it on an altar. Hat es auf den Altar gelegt. And killed it. Hat es getötet. And blood ran out of it. Blut ran heraus. It wasn't a vision. Das war kein Gesicht. What was it? Was war es denn? It was Christ. Es war Christus. The lamb, das Lamm, slain from the foundation of the world, erschlagen, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. It wasn't a vision. Das war keine Vision. Listen, hört her. God spoke the ram into existence in 1 minute. Gott sprach und rief es in Existenz in einer Minute. And took it out in the next minute. Und nahm es die nächste Minute heraus. Why? Ah.
He will provide. Er wird ersehen. A sacrifice. Ein Opfertier. He will provide a way for your healing. Er wird einen Weg vorsehen für deine Heilung. He will provide a way for your blind eyes. Er wird einen Weg ersehen für deine blinden Augen. He will provide a way for that cancer. Er wird einen Weg ersehen für diese Krebs, auf dass dich verlasse. That stomach trouble to leave you. Diese Magenbeschwerde, dass sie von dir weiche. And my brother. Und meine Brüder. He has provided. Er hat es ersehen. Already. Schon. In Jesus Christ. In Jesus Christus. The Lamb. Das Lamm. Slain from the foundation of the world. Geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Has been provided for your sickness tonight. Ersehen worden für deine Krankheit heute Abend. He has wrote it out in a book. Er hat es im Buch niedergeschrieben. He has sent the Holy Spirit. Er hat den Heiligen Geist gesandt. He has put gifts in the church. Er hat in die Gemeinde Gaben gegeben. Now it isn't God's fault. Nun, es ist nicht Gottes Fehler. It will be our own unbelief. Es würde unser eigener Unglaube sein. Isn't that true? Stimmt das nicht? If we don't receive it, wenn wir es nicht empfangen, it isn't God's fault. Dann ist es nicht Gottes Fehler. Do you believe that? Glaubt ihr das? With all your heart, von eurem ganzen Herzen, that Jesus Christ, dass Jesus Christus, has been provided, ersehen worden ist, as the Lamb slain from the foundation of the world, als das vor Grundlegung der Welt geschlachtete Lamm, for your salvation and healing, für deine Errettung und deine Heilung. Do you believe that? Glaubst du das? Raise your hand. Erhebe deine Hand. Thank you. Danke euch. You are very lovely. Ihr seid sehr lieb. I like you German people. Ich habe euch Deutsche gerne. I like the way you take things. Ich habe die Art gerne, mit der ihr die Dinge anfasst. You're not flighty. Ihr seid nicht flighty. Just jump at anything. Ja, ihr springt nicht so gleichgültig auf irgendwas los. But if it can be proven. Sondern ihr wollt Beweise haben. You are looking for a solid foundation. Ihr schaut nach einer soliden Fundierung aus. That's what you're looking for now. Darauf schaut ihr auch jetzt aus. That's what you're looking for to reunite yourself. Und das möchtet ihr auch haben. I am praying daily. Ich bete jeden Tag. That one day. Dass an einem Tag. Germany. In Deutschland. Will all be together again. Alles wieder zusammen sein wird. No iron curtains. Und kein eiserner Vorhang. Mothers and fathers can be together. Dass die Mütter und Väter wieder zusammenkommen. Sons and mothers can be together. Dass die Söhne und Mütter wieder sich treffen dürfen. The families reunited. Und dass die Familie wieder vereinigt wird. All under the leadership of Almighty God. Alles unter der Leitung des allmächtigen Gottes. God granted. Gott gebe es. As his poor unworthy. Als sein armer unwürdiger. Servant. Diener. I am here tonight. Bin ich heute Abend hier. To try to do my part. Um meinen Teil dazu beizutragen. To let you know. Um euch wissen zu lassen. God will do this. Gott wird es tun. I know I'm a very poor servant. Ich weiß, ich bin ein sehr armer Diener. I wished I had some other way. Ich wünschte, ich hätte einen anderen Weg. That I could present him to you. Dass ich ihn euch darbieten könnte. But this is the only way he could trust me with, I suppose. Aber das ist der einzige Weg, aus dem mich betrauen könnte. I am so unworthy. Ich bin so unwürdig. I am unworthy of his blessings. Ich bin seiner Segnungen unwürdig. But what he has did for me. Aber was getan hat für mich. It makes me love him so. Das macht mich, dass ich ihn so liebe. And I love my brothers. Und ich liebe meine Brüder. That I have come. Zu denen ich gekommen bin. For that purpose. Zu diesem Zweck. So, don't feel suspicious. So seid also nicht argwöhnisch. It grieves the Holy Spirit. Das betrübt den Heiligen Geist. And that's the reason things are not happening the way they should. Und diese Vernünfteleien lassen die Dinge dann nicht so geschehen, wie sie geschehen sollten. You've had now several days. You have time to read the Bible. Nun, ihr habt Zeit, die Bibel zu lesen. And you see him working. Und ihr seht ihn bei der Arbeit. Confirming the word. Indem das Wort bestätigt. Now I don't want to see these wheelchairs and things sitting here. Nun, ich möchte nicht diese Rollstühle und Bahren hier sehen. It grieves my heart. Es betrübt mein Herz. But I can't do nothing about it. Aber ich kann nichts daran unternehmen. I'm only a servant. Ich bin nur ein Diener. I can just bring his word. Ich kann nur sein Wort bringen. And do what he tells me to do. Und tun, was mir zu tun gebietet. And I'm sure. Und ich bin sicher. It's not his will for this to be. Es ist nicht sein Wille, dass das so sein soll. It would be his will. Es wäre sein Wille. For all of you to be well. Dass wir alle gesund sein sollen. The Bible says. Die Bibel sagt. I would above all things.
I would above all things. Ja, ich möchte über alle Dinge, that you prosper in health. Dass ihr gesund seid. He wants you to have health. Er möchte, dass du Gesundheit hast. And I know if you're believing. Und ich weiß, wenn du ihm glaubst, he will. Dann wird er es tun. Give you health. Und dir Gesundheit schenken. Shall we pray? Wollen wir beten? Our Heavenly Father, unser himmlischer Vater, we bring to you this night, wir bringen zu dir heute Abend, this lovely audience of people, diese liebe Zuhörerschaft. As I look at them, wenn ich hinunterschaue, see gray hairs on their head, sehe ich graue Haare auf ihren Häusern, wrinkled face many, Runzeln auf vielen Gesichtern. See the young women beautiful. Sehe die jungen Frauen schön. The young man beautiful. Die jungen Männer schön. Just in the bloom of life. In der Blüte des Lebens. Look laying here with people with sickness. Liegen noch Leute hier mit Krankheit. Some are crippled. Einige Krüppel. Some of them are afflicted. Einige angefochten. And some of them has cancer. Einige haben Krebs. And some of them with heart trouble. Einige Herzleiden. Oh God. Oh Gott. Be merciful. Sei gnädig. Now we Father. Nun Vater. We do not wish you to perform miracles. Wir wünschen nicht, dass du Wunder tust. That we might believe. Auf dass wir glauben. For thou hast said. Denn du hast gesagt. That a weak and adulterous generation seeks those things. Eine böse und ehebrecherische Generation sucht solche Dinge. I realize that a crippled man may live an ordinary lifetime. Erkenne, dass ein Krüppel ein ordentliches Leben führen kann. But Father, aber Vater, a man with heart trouble, ein Mann mit Herzleiden, can't live long without your help. Kann ohne deine Hilfe nicht lange leben. But Father, Vater, we pray that wir you'll, bitten, that you'll just pour out your spirit, dass du deinen Geist ausgießen möchtest, and heal the heart trouble, und die Herzleiden heilen möchtest, the cancer, die Krebs, TB, Tuberkulose, and all the crippled, und alle Verkrüppelten, the lame, die Lahmen, the blind, die Blinden, oh dear God, oh lieber Gott, come, won't you? Komm doch bitte, stretch out your arms over strecke deine Arme aus über uns, drive away all unbelief, und vertreibe allen Unglauben, and let your lovely son Jesus, und lass deinen lieben Sohn Jesus, come into every heart, in jedes einzelne Herz kommen. We ask it, wir bitten dich darum, for your glory, zu deiner Verherrlichung, in Jesus. Im Namen Jesu. Now, Father, und nun, Vater, I am your humble and worthy servant. Ich bin dein geringer und unwürdiger Diener. Oh, you took me from the sheepcote. Oh, du hast mich von der Schafherde genommen. A little old boy. Einen kleinen Jungen. No education. Keine Bildung. And give me the privilege. Und hast mir das Vorrecht geschenkt. To come talk to your people. Um zu kommen und zu deinem Volk zu sprechen. And with your gift. Und mit deiner Gabe. That you gave to your unprofitable servant. Die du deinem unnützen Knecht gegeben. I am ashamed, Father. Ich schäme mich, Vater. I haven't done no more than what I have. Oh, dass ich nicht mehr getan habe, als was ich tun konnte, getan habe. But dear Father. Aber lieber Vater. Forgive me. Vergib mir. And help me. Und hilf mir. To show thy love to the people. Um deine Liebe den Leuten zu zeigen. And make me a better servant. Und mach mich zu einem besseren Diener. In my feeble efforts. In meinen schwachen Anstrengungen. Bless them tonight, Father. Segne sie heute Abend, Vater. And stretch forth a hand. Und recke deine Hand aus. Of your holy child Jesus. Deines heiligen Knechtes Jesus. And heal the sick. Und heile die Kranken. For we ask it in his name. Denn wir bitten es in seinem Namen. Thy only beloved Son. Im Namen deines allein geliebten Sohnes. Jesus Christ. Jesu Christi. Amen. Amen. The handkerchiefs are to be ich prayed. Ich habe gerade gefragt, ob man über diese Tücher beten möchte. I wish to pray for them now. Ich möchte jetzt für diese beten, die hier sind. Oh, you wouldn't mind if I'd ask you to bow your head with me and pray too? Ich möchte doch euch bitten, ihr habt doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich euch bitte, auch euer Häupter dazu zu beugen, während ich bete über diese Tüchlein. I want you to pray. Ich möchte auch haben, dass du with me. Mit mir betest. This is somebody is sick. Da ist irgendjemand, der krank ist. What if it was your mother? Sagen wir, es wäre deine Mutter, die da krank wäre. And the doctor had said she couldn't live. Und der Arzt würde sagen, sie kann nicht mehr leben. You know how you love her? Weißt du, wie du sie lieb hast?
It's somebody's mother. So ist auch dies bestimmt jemandes Mutter. Somebody's little child. Vielleicht jemandes kleines Kind. So let's be sincere. So lasst uns ernstlich sein. And ask God earnestly. Und wirklich Gott bitten von ganzem Herzen. To bless this feeble effort that dass, we have. Dass er das Schwache, was ich hier tue, segnen möchte. Will you bow your head? Lasst uns unser Haupt beugen. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, we love you so much tonight. Wir lieben dich so heute Abend. And we're so thankful, und wir sind so dankbar, that you have made it so simple for us, dass du es so einfach für uns gemacht hast. Not where we have to pay for anything. Nicht, dass wir dafür bezahlen müssen. Not where we have to do any merit. Nicht, dass wir etwas verdienen müssen. But just simple. Sondern ganz einfach. Childlike faith. Im kindlichen Glauben kommen. To do your commandments. Um deinem deinen Geboten gehorsam zu sein. Now, Father, nun, Vater, I pray over these mountains. Ich bete über diese Tischlein. And wherever they go, oh, wo immer auch sie hingehen mögen, may they be blessed. Mögen sie gesegnet sein. And when they're laid up on the sick people, und wenn sie auf die Kranken gelegt werden, may they get well. Mögen sie gesunden. Oh, hear our prayer, Father. Oh, Vater, höre unsere Gebete. Look at your children with their bowed heads. Schau herab auf deine Kinder, die jetzt beten. Will you hear their prayer? Hör ihr Gebet. And send these handkerchiefs. Und sende diese Tüchlein to the sick and needy. Zu den Kranken und die in Not sind. Watch over them, Father. Wache über sie, Vater. We're so thankful they have confidence. Wir sind so dankbar, dass sie Vertrauen in dich haben. Und du hörst unsere Gebete. So, we send them, so wir senden sie in the name of Jesus, im Namen Jesus, deines Sohnes. Amen. Or to call the prayer line. Und wir möchten die Gebetskette aufrufen. Here. Der einzige Grund, warum wir diese herausrufen, not, that doesn't mean they're going to be healed. Ist nicht, dass wir meinen, oder sagen möchten, dass sie geheilt werden. If I could heal anyone, wenn ich jemand heilen könnte, I'd come down here, dann würde ich hier runtergehen and go to each one, und ich würde zu jedem Einzelnen gehen and heal everyone, und ich würde jedes Einzelne heilen. I would, ich würde es tun, if I could, wenn ich könnte. But I can't, aber ich kann es ja nicht. And there's no other man can. Und da ist auch kein anderer Mensch, der and, so and if Jesus was here, und wenn Jesus hier wäre, he could not. Er könnte es auch nicht tun. Only if you'd believe. Der einzige Weg ist, dass du glaubst. Look, that sounds strange. Das hört sich vielleicht komisch an. That Jesus could not heal. Dass Jesus nicht heilen konnte. Unless you believe. Es sei denn, dass du glaubst. When he went to his own country. Als er in sein eigenes Land ging. The Bible said. Das sagt das Wort Gottes. Many. Viele. Mighty works. Viele mächtige Werke. He could not do. Konnte er nicht tun. Because of their unbelief. Um ihres Unglaubens willen. Now, if he was standing here tonight, nun, wenn hier stehen würde heute Abend, on this platform, auf diesem Podium, just like that you're looking at us, gerade so wie du uns ansiehst, and you'd come up to him, und du würdest zu ihm kommen, and say, Jesus, und würdest sagen, Jesus, will you heal me? Bitte, heile mich. He'd say, child, er würde sagen, Kind, can't you believe that I have already done it? Kannst du nicht glauben, dass ich es schon getan habe? On Golgotha? Auf Golgotha? I paid for your sickness. Ich habe für deine Krankheit bezahlt. If you believe, wenn du glaubst, go and receive. Geh hin und nehm es. For here's what he said. Denn hier ist was er sagt. As thou hast believed, so wie du geglaubt hast, so be it unto you. So soll es dir geschehen. He said, now for myself, er sagt für mich selber, I can't do nothing. Ich kann nichts. Ich kann nichts tun. I do what the Father shows me. Ich tue, was der Vater mir zeigt. The Father shows me a vision. Der Vater zeigt mir ein Gesicht. Then I do what he dann tells me. Dann tue ich das, was er mir sagt. He's the same. Er ist dasselbe. Yesterday. Gestern. Today. Heute. And forever. Und für immer. Hallelujah. Now, you just act. Du tust nur. It's your faith. Nach deinem Glauben. The ministry is not to come and pray for you. Das Predigtamt und mein Amt hier ist nicht, dass ich komme für dich zu beten. God didn't send me to pray for you. Gott hat mich nicht gesandt für dich zu beten. He sent me to speak to you of Jesus. Er hat mich gesandt zu dir zu reden. And when you see God confirming and telling that I've told the truth. Und dir Jesus zu zeigen. Und wenn du da siehst, was hier geschieht, und du
sieht, dass es Wahrheit ist, by his word, aufgrund seines Wortes, and by his signs, aufgrund seiner Zeichen, then you can say, dann kannst du sagen, the man has told the truth. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Now, Lord Jesus, und der Herr Jesus, he tells me, er sagt mir, that you love me, dass du mich liebst, and I have seen you answer the prayer. Und ich habe gesehen, dass du gebetet hast. I've seen you do things that isn't done no more since the disciples. Ich habe gesehen, dass Dinge nicht mehr gesehen seit den Zeichen der Jünger. So I believe you. So ich glaube dir. And I accept you. Und ich nehme dich an. That settles it. Das bringt alles in Ordnung. Just go out believing. So geh aus im Glauben. And you get well. Und du wirst gesunden. Isn't that simple? Ist das nicht einfach? It's God's love. Es ist Gottes Liebe. Now, we will call a few people up here at the platform to pray for them. Nun, wir werden einige hierher rufen, auf das Podium, um für sie zu beten. You know why I do that? Weißt du, warum ich das tue? Is to get the anointing, damit des Heiligen Geistes started, anfängt, among the people. Unter euch. It begins to build their faith. Es bringt den Glauben empor. And as their faith comes up, und wenn der Glaube hier kommt, he speaks to me, da redet der Geist Gottes zu mir. Just like he did to the Lord Jesus. Genauso wie er von Herrn Jesus Christus geredet hat. The woman that touched his garment, als die Frau sein Kleid berührte. And she went out in the crowd. Und sie war draußen unter Menschenmenge. Jesus said, someone's touched me. Jesus sagt, jemand hat mich angerührt. And everybody said, not me. Jeder hat gesagt, ich nicht. And then he looked out. Und dann schaut er aus. He seen the woman. Er hat das Weib gesehen. Said, thy faith is und er sagte, dein Glaube hat dir geholfen. Now, it was her faith. Es war ihr Glaube. Not Jesus. Nicht Jesus. She drew the power from God through Jesus. Sie hat die Kraft von Gott durch Jesus gezogen. Now watch and see if he doesn't do the same thing. Beobachte, ob nicht dasselbe heute Abend ist. As soon as the Holy Spirit gets anointing the people, sobald der Heilige Geist mit seiner Salbung über die Menge kommt, the prayer line is good to stop. Dann ist es genauso, als ob die Gebetskette aufhörte. Then he goes.